So, jetzt haben wir erstmal Fettfinger auf dem ND-Filter. Ja, ups. Tobi, ich habe letztes Mal was vergessen. Das habe ich heute mitgebracht. Dann drehen sich deine Fettfinger jetzt im Kreis. Nein, Mann. Fettfinger da drin, da. Ah, okay, hier, das hier, oder was? Ja. Oha. Novice 4? Nein, nicht Novice 4. Novice heißt Anfänger. Ah, okay. Novice 4. Vier Anfänger sind hier drin. Nee, Tobi, keine vier Anfänger, aber tatsächlich das eShine Novice 4 Set, was aus einem 4-inch 4S-Copter besteht, komplett mit Funke, Ladegerät und Brille. Und das wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer angucken. Tada! Ah, okay. Oh, das sieht ja gar nicht so schlecht aus, ne? Ist auf jeden Fall schon mal ein echter Copter drin. 4-Incher, ja, das ist also quasi so ein 4-Inch Longranger. Der sieht ja sehr ähnlich auch aus diesem Flywheel. Hat hier unten auch den Buzzer an derselben Stelle, GPS-Modul an derselben Stelle. Aha, hat hier so ein 4-in-1 drin irgendwie. Analogen Videosender. 1404er Motoren mit 2700 kV, also 4S würde ich sagen. Sieht erstmal nicht schlecht aus. Ja, er ist natürlich sehr flexibel, also eher was zum Cruisen. So ja. Ist er nun auch tituliert, ne? Also ja. Der leichteste, günstigste All-in-One Ready-to-Fly Long-Range-Copter. Also ich würde mal sagen, auf den ersten Blick würde ich sagen, der fliegt gut. Hier ist so ein Ladegerät dabei, das ist natürlich also ja. Guck mal, hier guckt noch der Heißkleber raus von der Produktion. Ja. Also hier eher die günstige Variante, sagen wir es mal so. Ne? Achso, da ist ja noch eine Brille wahrscheinlich dabei. Ne? Das ist ja ein Ready-to-Fly-Set. Da gucken wir mal, was noch mit dabei ist. Fump, da ist doch noch eine Lage an Köstlichkeiten. Und hier ist der ganze andere Krempel mit dabei. Also hier sind Batterien mit dabei. 1100 mAh 4S mit XT30 Stecker. Hier sind diese Batterien dabei, die ich sonst immer suche. Oh, hast du sogar schon eine vollgeladen? Nee. Nee. Ja, drei Stück habe ich vorgeladen. Die umgedreht ist nicht. Ah ja, okay. Also drei Batterien sind da sogar mit dabei. Das vier. Vier Batterien sind da sogar mit dabei. Was ist hier noch mit dabei? Das ist wahrscheinlich irgendwie ein Ladegerät für die Brille. Also ein ganz normales USB-Ladegerät ist das hier. Das ist das Netzteil für das Batterieladegerät. Dann ist hier eine Radio Master TX12 mit dabei. Also eine ganz normale Funke hier. Haben wir ja auch schon ein Video drüber gemacht. Die ist eine ganz normale Funke. Also es ist keine... Toy-Funke irgendwie, die einfach nur so zusammengeklippelt wurde, ne? Nee, das ist keine Toy-Funke. Das ist also eine OpenTX-Funke, die man durchaus nutzen kann. Also da haben wir ja schon mal ein Video drüber gemacht. Die ist brauchbar. Die ist ein bisschen günstig verarbeitet, ne? Diese komische Klappe hier, die fand ich letztes Mal ein bisschen fragwürdig. Aber hier sind Akkus sind drin, alles mit dabei. Antenne wird wahrscheinlich auch irgendwo mit dabei sein. Ja, guck mal. Hier oben wahrscheinlich. Hier sind auch noch jede Menge Zubehör mit dabei. Unter anderem so ein Gurt für die Tasche. Propeller und Lipo-Strap sind hier natürlich noch mit dabei. USB-Kabel, Druckteile. Also hier ist mal wieder eShine-mäßig, würde ich sagen. Die haben richtig Gas gegeben. Alles mit dabei. Hier ist natürlich auch noch so ein Europa-Adapter. Hier ist noch eine Tüte. Oh, mit Patch-Antenne. Und, nö, aber die Antenne für die Funke, doch, hier. Hier ist die Antenne für die Funke. Also ist alles zwei Antennen hast du ja drin, weil du hast ja gleich Diversity in der Brille. Genau, also zu der Brille gucken, wollte ich gleich mal gucken. Also hier haben wir eine Funke, sehr, sehr geil. Dann haben wir hier die Brille. Was ist das denn eigentlich für ein Apparillo? Auch hier sind noch Kleberreste drin. Naja, das ist halt so, ne? Aber die 800, doch, das ist die 800 DM, ne? Das ist doch hier die EV800 DM wahrscheinlich. Ja, also mit diesem verstellbaren, mit dieser verstellbaren Weite. Dieser Fokusdistanz hier, das finde ich sehr wichtig. Das hat mir sehr geholfen bei diesen Brillen. Und dann haben wir gleich Diversity mit drin. Und wir haben auch DVR-Funktion auch mit drin. Also das ist eigentlich absolut das Beste, was man in der Preisklasse an Brille kriegen kann. Die kostet sonst um die 89 Euro, ne? Genau, die kostet sonst um die 89 Euro. Die Funke kostet, glaube ich, auch um die 89 Euro. Die Drohne, die würde ich jetzt mal sagen, hat vielleicht einen Wert von 150, 160 Euro. Was reinknallt, sind immer noch diese ganzen Batterien und Ladegeräte. Das darf man nicht vergessen. Ne? Wenn ich alleine diese Batterien hier, die kann ich in Deutschland gar nicht kaufen. Die muss ich mir wieder von irgendwo bestellen. Kosten etwa 20 Euro, ja. 18 Euro. Und ein Lader.
Gut, natürlich die Ladegeräte, die wir empfehlen, die liegen eher so bei 50 Euro. Das muss man für das da jetzt nicht ausgeben, aber das hat natürlich auch irgendwo einen Wert. Das darf man alles nicht vergessen. Ja, die Frage ist, ob wir das jetzt wohl so in Betrieb genommen kriegen, ohne dass wir irgendwie einen Computer haben, ob man das einfach alles einschalten und benutzen kann. Das wäre schon krass. Das wäre ja aber eigentlich auch die Definition eines Ready-to-Fly-Sets, oder? Ich habe mir die Anleitung angeguckt. Die ist ja da drin. Vielleicht können wir da kurz mal einen Blick drauf werfen. Die Anleitung ist super detailliert. Eigentlich steht da alles drauf, was ihr braucht. Im Prinzip müsst ihr nicht mal ins Internet gehen, außer um irgendwie Sachen runterzuladen. Aber es steht alles da drin. Aber es sind eben ultra viele Punkte. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist schon ziemlich mächtig. Wenn ich das alles durchgehen müsste, um zu fliegen, hätte ich irgendwann schon die Lust verloren nach drei Seiten. Man muss das alles wissen. Aber hier steht es eben halt alles an einer Stelle mit Bildern und Beschreibung. Ich meine, es ist zwar noch auf Englisch, okay, aber hier ist schon alles beschrieben worden. Ne? Aber es ist halt auch beschrieben, wie die welche Schalter an der Funke belegt haben. Also ich meine, das ist schon wichtig. Ne? Wenn ich jetzt das nicht selber mache, dann muss ich natürlich wissen, wie ist das gemacht worden? Na, hier ist sogar beschrieben, hier, wie man den Stick bewegen muss. Wie sich die Drohne dann bewegt. Also Verkabelungsdiagramm, die Knöpfe der Brille, das ist ja alles beschrieben. Also das ist schon gut, ne? Kann man nicht anders sagen. Das ist schon... Ja, was sind deine Einschätzungen? Was meinst du denn? Ohne jetzt mal kurz was gelesen zu haben. Fliegt das Ding out of the box? Ist alles vorkonfiguriert oder nicht? Ja, das kriegen wir in die Luft, würde ich sagen. Ja. Ich kann es dir ja verraten. Ich kann mal spoilern. Start FPV Flight steht hier oben in roten Lettern. Install the antenna to the radio goggle first and then powering on your radio and goggle. Novice blah 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 comes already bound. Novice comes already bound to your radio on the right video channel matched with your goggles. Power the battery is plugged in. Das ist ein bisschen holpriges Englisch, ne? Aber set Novice on a stable surface so it can calibrate. Calibrate takes a few seconds. Then Novice is ready to fly. Ja, krass, da probieren wir es mal aus, ne? Jetzt weiß ich aber, dass wir an der Drohne noch ein paar Sachen machen müssen. Das gefällt mir hier alles noch nicht so richtig. Also wir müssen natürlich einen Lipo-Strap anbringen und diese Antennenanordnung hier, wie soll ich sagen, ist auch noch nicht ideal. Hier sind Lipo-Pads dabei. Ich gucke mal, ich glaube sogar zwei verschiedene oder was? Ne, es sind einfach einmal Ersatz. Ja, schick. Sehr gut. So, hast du alles soweit? Ja, du machst die Brille an und ist direkt das Bild von der Drohne da drin. Ja, hast du schon gemacht. Das ist total krass. Ich habe die Drohne jetzt mal da hinten auf den Feldweg gesetzt, weil dieses GPS, was in den kleineren Drohnen ist, immer so ein bisschen problematisch ist. Das braucht manchmal ganz schön lange. Siehst du denn schon was? Was? Hast du denn schon was gefunden? Ja, ja, also die ist schon ready to go. Ne? Satellitenposition ist schon da. Das ist ein gutes Zeichen, weil manchmal gibt es da Probleme bei diesen kleinen, weil alles so dicht ist, dass das den GPS-Empfang stört. Ne? Bei dem FlyWoo Explorer ist es so, dass die letzten Versionen davon das GPS-Kabel schon mit Alufolie umwickelt ist. Die scheiß Brille geht halt einfach immer aus. Ne? Das ist so ein bisschen besorgniserregend. Ja, leider hat unser spezielles Modell, der EV800DM, was wir hier zur Verfügung gestellt haben, leider einen Fehler, dass die nach 30 Sekunden immer wieder ausgeht. Wir haben sie mehrfach versucht aufzuladen, haben das aber nicht in den Griff bekommen. Also das ist ein typischer Fall für den Customer Support. Liegt nicht an der EV800DM, da haben wir schon einige bestens funktionierende Modelle da gehabt. Das nur als Information, warum ihr mich im weiteren Video den Novice 4 mit meiner Fat Shark fliegen seht und nicht mit der 800DM, die dabei war. Der Tune ist nicht so ganz optimal, vorsichtig gesagt. Hörst du dieses Jittern? Ja, na klar höre ich das. Also der Tune ist nicht optimal, ne? Da ist nicht besonders gut getuned. Da geht noch was. Aber ansonsten kann man damit schon fliegen, ne? Also das FPV-Bild ist gut, das muss man sagen, das ist eine schöne Kamera. Sehr, sehr gutes Bild für so eine winzige kleine Kamera. Ist wirklich erstaunlich, wie das echt immer besser wird. Gar keine Störung im FPV-Bild und so cruisen kann man damit schon auch ganz gut, nur echt bei schlagartigen Manövern wird es halt ein bisschen, da macht sich der nicht so ideale Tune bemerkbar, ne? Dann kommt so ein bisschen Jitter. Wenn man jetzt hier so eine ganz einfache Rolle macht, hört man schon, dass der Tune nicht so ganz so gut ist. Ne? Gut, da ist der Rahmen auch nicht so ausgelegt, ne? Dass der vibriert, ist klar. Genau, der Rahmen resoniert natürlich kräftig. Ich schätze mal, dass wir dann auch recht warme Motoren haben werden am Ende des Fluges. Das GPS funktioniert super, ne? Also das ist hier im OSD drin. Wir haben auch 7 Satelliten stabil, obwohl hier auch so viele Bäume sind. Also
Das ist schon okay. Jetzt wollte ich mal gucken. RSSI ist auch mit dem OSD drin. Das ist ja so eine kleine Schwachstelle, dadurch, dass wir hier nur in Anführungsstrichen einen FR-Sky-Receiver drin haben. Aber das ist jetzt, wenn man nicht zu weit wegfliegt, auch absolut stabil. Also ja, man kann erwarten, dass man einen Quad bekommt, der stabil fliegt, solange man keine wilden Manöver mit versucht. Keine Ahnung, was das war. Der sich doch recht gutmütig steuern lässt. Man hat vor allen Dingen eine gute Bildqualität im FPV-Bild. Das finde ich mal sehr, sehr wichtig. Ne? Also nicht, dass man da gleich irgendwie Probleme hat oder Störungen drin. Das ist hier gar nicht der Fall. Die Fernbedienung ist korrekt eingestellt. Ne? Also ist alles fertig belegt. Das ist auf jeden Fall auch ein großer Vorteil. Ist alles fertig gebunden. Man hat da gar kein Gefummel mehr. Also man kann schon sagen, dass der von den Einstellungen her so ist, dass ein Anfänger da direkt mit loslegen kann. Das ist ja durchaus auch schon mal einen gewissen Wert. Ja, und es hat natürlich, was vielleicht für Anfänger auch interessant ist, gerade wenn man anfängt, sich über FPV zu orientieren, hat er hier natürlich ein GPS mit drin. Und er hat auch alle Anzeigen im OSD gleich mit eingestellt. Das heißt, ich sehe jetzt hier, dass ich zum Beispiel 80 Meter weit weg bin von da, wo ich stehe. Und ich kriege auch einen Pfeil angezeigt, in welche Richtung ich fliegen muss, um wieder zu mir zu kommen. Und ich sehe zum Beispiel auch, wie hoch ich bin. Also wenn ich Probleme habe, das einzuschätzen auf dem FPV-Bild als Anfänger, weil ich mich einfach nicht so gut auskenne und ich zum Beispiel auch irgendwo bin in einer Zone, wo ich nicht höher als 30 Meter fliegen darf, dann habe ich hier eine Sicherheit, dass ich gucken kann, dass ich wirklich unter 30 Metern bin. Ich kann auch die Geschwindigkeit sehen, die ich fliege. Also das sind alles so Sachen, wo ich finde, das dürfte Anfängern ganz gut dabei helfen, besser klarzukommen. Weil das ist ja auch so eine typische Sache, die man vielleicht falsch einschätzt. Hier vorne kommen hinter uns den Weg lang. Ja. Gerade in so einer Umgebung, wo ich jetzt hier unterwegs bin, ich meine, das sind alles Wiesen und es ist alles grün und es sieht doch aus der Luft alles sehr, sehr ähnlich aus. Ja? Da ist es doch vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich so einen Pfeil habe, der mir einfach anzeigt, in welche Richtung ich fliegen muss, um wieder nach Hause zu kommen. Und was sich jetzt auch schon abzeichnet, ist die Flugzeit. Also wir haben jetzt 400 mAh verbraucht. Wir haben 1100 dabei. Wenn wir davon ausgehen, dass wir davon 900 sicher nutzen können, haben wir jetzt schon eine Flugzeit von 6 Minuten. Das heißt, wir werden voraussichtlich deutlich über 10 Minuten in der Luft bleiben können. Jetzt ist bei dem Starter-Set sind 4 Akkus dabei. Das heißt, ich habe hier direkt vom Starter weg Kapazität für 40 Minuten fliegen. Also um sich so ein bisschen an den Kopter zu gewöhnen, um ein bisschen Sticktime zu bekommen, ist das, denke ich mal, ideal. Wenn die Funke piept, sind das RSSI Warnings. Das ist dann tatsächlich hier die Einschränkung des FSKY-Systems. Da wird es dann eng, wenn man hinter so einer ganzen Baumreihe ist. Kriegt man da schon mal eine Warnung, dass die Funkverbindung jetzt nicht mehr ideal ist. Ja, das war's an dieser Stelle auch schon von unserem Video von dem eShine Novice 4 Starter Set. Unserer Meinung nach bekommt ihr hier einen kompletten Kopter mit Batterien, mit Funke, mit Brille und wirklich mit allen Kleinteilen, die man dafür benötigt. Ob das jetzt die Batterien für die Funke sind, die man sich normalerweise kaufen muss, ein Ladegerät für die Brille, was man irgendwie sonst da haben muss, diese Antennen. Das sind zum Schluss alles Sachen, die echt ins Geld gehen, wenn man die extra anschaffen muss. Und hier ist das einfach alles komplett dabei. Und zusätzlich bekommt ihr auch noch eine coole Tragetasche dazu. Also von daher ist das aus unserer Sicht gerade für Anfänger durchaus empfehlenswert, das Set. Und bietet dadurch, dass es wirklich umfangreiches Zubehör mit dabei hat, auch echt einen guten Wert. Wenn ihr Interesse an dem Set habt, den Link dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, klickt den Daumen nach oben an, abonniert den Kanal und macht auch die kleine Glocke an, damit ihr auch bei unserem nächsten Upload wieder sofort informiert werdet. Das war's von uns, wir sind raus, wir sehen uns beim nächsten Mal.